Also, wir sind hier im Tiefkühl der Kalkbreite, Genossenschaft Kalkbreite Zürich. Mitten in der Stadt. Genau, hier bei minus 19 Grad wollen wir die Drohnen, die Larven und Puppen der männlichen Honigbiene von den Wachswaben trennen. Und das macht man natürlich idealerweise unter arktischen Bedingungen, weil sonst die Drohnen natürlich sich gleich verflüssigen würden. Die sind schön eingepackt von Fritz Baumgartner. Er hat geschrieben, Fischköder, frisch tiefgekühlt, Erntedatum 20. April. Da war noch eine Wärmephase in der Schweiz, und zwar der ganze April kommt dann eigentlich eiskalt. Keine neuen Drohnen. Wir zeigen, wie das geht. Wie machen wir das? Das machen wir mit einem Schraubenschlüssel für den Kalten Krieg. Die Check-Ad-Methode. Genau. Oder auch mit dem Malholz oder mit einem runden Gegenstand. Genau. Und dann. Kann das natürlich auch von Hand machen. Wichtig ist, dass die Zerbröselung hier, ja, genau, komm, hier nochmal den Zerbröselung da, genau, ich würde vielleicht, kann man auch die Zeitung drauflegen, aha, ja, genau, so, oder der, feste Unterlage ist wichtig, ja, ja, feste Unterlage, der Wachs muss ganz fein werden, damit er durchs Sieb, ja, geht. Möglichst fest. Vielleicht mal noch drehen. He? Genau. Ja, jetzt sieht das schon sehr gut aus. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Wunderbar, jetzt nehmen wir die. Ist das gut so? Ja, ja. Wir probieren es mal. Super, ja. Man sieht dann schnell, ob der Wachs zerbröselt ist da. Das sieht nicht, das sieht sehr gut aus. Jetzt nehme ich das gleich nach vorne, dann kann ich hier schön im Licht zeigen. Die ganze Wange. Das ist zum Auffangen des Wachs. Und jetzt natürlich, aha, das Außen. Ja, der hat ein richtig starkes Plastik da genommen. Jawohl. So. Ich werde jetzt auch ziehen. Und kommt sofort alles rein. Alles? Alles zusammen, ja. Genau. Gut. Du hast jetzt gute Handschuhe. Ich habe meine Handschuhe. Aber das ist sehr gut. Also das sind... Viele drehen sie so schon runter, dann kommen die großen Sachen raus, klicken von Hand da. Du machst vielleicht mit der Hand nochmal so ein bisschen. Manchmal kleben Stücke zusammen. Ja. Ja, man könnte es noch besser verschlagen. Ja. Natürlich. Abkompliziert ist das jetzt nicht. Nächstes Mal noch ein bisschen besser verschlagen. Ja, dann sollen wir uns auch noch was da reingeht. So. Ja, danke. Noch steiler. Noch steiler. Warte, ich habe eine andere Idee. Das sieht schon mal sehr gut aus da unten. Am besten wäre natürlich jetzt eine Tüte mit dem Ganzen. Was willst du machen? So ein Trichter. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Oh nein, ich komm, Tüte, dass das einfach so rausgeht. Und jetzt funktioniert das. Ja. So, das ist das erste Ding, ja?
gleich wieder verschlissen. So, wo habe ich denn, mein Mikrofon? Ah, in der Hosentasche, da können wir natürlich lange reden. Da hört man nicht viel, also machen wir das gleich mit oben hin. So, ich habe schon kalte Hände, Lolo. Ja, ich mach gleich weiter. So, minus 20 Grad hier drin, ne? Das ist aber nicht, nichts für Anfänger. Ja. Das wirklich sehr klein, ja, zu machen. Genau. Die Drohnen, die bleiben ja vergrößern nicht. Lustigerweise. Gut. Gut. Wunderbar. Das hier noch, oder? Ja, ja, mach vorwärts. Nello! Okay, aber man sieht, das funktioniert eigentlich relativ einfach. Ja. Ja. Sehr scharf kann es nicht sein. Ja, darauf achten, Plastiksäcke, wirklich Tiefkühlbeutel nehmen, weil wenn das kein Tiefkühlplastik ist, dann zerbröselt das beim Gefrieren und beim nachher draufschlagen und dann hat man alle Plastikteile nachher in der Bienenbrut drin, was die ganz sicher nicht haben wollen. Also es tut einen qualitativ hochwertigen Plastikbeutel zu organisieren. Wunderbar sieht das wieder aus, schauen Sie mal. Thank you.